Konzen, geschichtsreiche Vergangenheit, gebettet in ursprüngliche Naturlandschaften, Keimzelle der Monschauer Kirchenlandschaft, Familien- und Schulzentrum mit einer gesunden und vielfältigen Vereinswelt. Hier ist der Theaterverein Concordia Konzen 1947 e.V. zu Hause. Was macht so ein Theaterverein eigentlich und wie funktioniert das alles mit der Bühne und der Technik? Diese und andere Fragen wollen wir heute beantworten. Der Theaterverein Concordia Konzen e.V. wurde im Jahr 1947 gegründet. Heute zählt der Verein 327 Mitglieder, wovon 63 Kinder und Jugendliche sind. So breit gefächert wie die Altersstruktur unserer Mitglieder und natürlich auch unserer Zuschauer ist auch die Programmauswahl, die wir Jahr für Jahr auf die Bühne bringen. Dieses reicht von der klassischen Komödie bis hin zur rasanten Revue. Selbst vor Musicals scheuen wir uns nicht, wo wir auch gerne mit befreundeten Vereinen zusammenarbeiten und auch schon im benachbarten Ausland erfolgreich waren. Open Air auf einem alten Urkonzner Bauerngehöft spielen wir genauso wie bei einem edlen Krimi-Dinner. Neben den gesellschaftlichen Veranstaltungen spielen aber vor allem unsere Kinderstücke und Märchen eine wichtige Rolle im jährlichen Spielplan. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich freue mich mit Ihnen heute gemeinsam mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen bei einer Probe eines solchen Kinderstückes. Das fängt mit der Entwicklung und Erstellung der Bühnenbilder und Requisiten unter professioneller künstlerischer Leitung mit Kindern unseres Vereins an. Unter Abwägung der technischen Umsetzbarkeit werden dann die richtigen Bühnenbilder und Requisiten von den Kindern gemeinsam gefertigt. Zusammen mit den Kostümen entsteht so auf der Bühne das fertige Bühnenbild. Hinter dieser Tür versteckt sich das eigentliche Herzstück unseres Theaters, die Ton- und Lichttechnik. Ohne die funktioniert gar nichts. Rund 15 Lautsprecher mit nahezu 2500 Watt Gesamtleistung, genauso viel hochempfindliche Funkmikrofone und Soundeffekt werden hier zu einem runden Gesamtklangbild abgemischt. Die über 30 Scheinwerfer und Lichteffekte werden von hier aus punktgenau gesteuert. Aber das Wesentliche bei einem solchen Theaterstück sind natürlich die Schauspieler. Wir befinden uns hier im sogenannten Backstage-Bereich unserer kleinen Schauspieler. Hier werden die Kostüme angezogen, hier wird geschminkt und kleine Reparaturen vorgenommen. Neben mir sitzt jetzt die... Nele. Nele, bist du schon aufgeregt? Du spielst ja auch mit bei dem Stück, ne? Ja. Freust du dich denn schon darauf mitzuspielen? Ja. Du hast doch auch bei dem Buben mitgemalt, was wir schon gesehen haben. Ja. Und bist du damit zufrieden, was hinten dabei rausgekommen ist? Ja. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß bei den Auftritten. Wenn Sie also auch in Zukunft unsere Arbeit unterstützen wollen und wir auch noch in Zukunft erfolgreich Theater machen wollen, besuchen Sie uns auf einer unserer nächsten Aufführungen. Informationen dazu finden Sie im Internet unter www.theaterverein-konzen.de. Unterstützen Sie uns und voten Sie für unser Video, damit wir auch in Zukunft noch mächtig viel Theater machen können. Tschüss!